Ich bin Hartmut Hähnchen und ich bin Gastdirigent bei dem jetzigen Symphoniekonzert der Staatskapelle. Und mit Halle verbindet mich natürlich sehr viel, weil ich als junger Dirigent hier begonnen habe. Insofern schließt sich auch der Kreis für mich. Es ist ein heftiges Programm, sage ich mal, insofern, als es alles Werke sind, die Komponisten am Ende ihres Lebens geschrieben haben. In einer Zeit, wo sie natürlich den ganzen Reifeprozess durchgemacht haben. Wir können also sozusagen die Ergebnisse eines Komponistenlebens oder in dem Fall von drei Komponisten dem Publikum zu Gehör bringen. Und das ist natürlich ein sehr spannendes Unternehmen. Und wir haben Wagner, Strauss und Schostakowitsch. Naja, es ist auch die letzte Oper von Wagner und für mich insofern ganz besonders auch die Genialität von Wagner wieder deutlich machend, dass das einzige Werk, was er geschrieben hat, wissend, wie die Akustik in Bayreuth ist. Und deswegen ist die Instrumentation schon mal ganz anders als bei seinen früheren Werken. Also er reagiert auf das, was er in dem Saal hört, indem er seine eigene Kompositionsweise wirklich komplett umstellt, also viel ausgesparter als frühere Werke. Und er nimmt auch die Zeit der Pausen, das ist in keinem anderen Werk bei Wagner so deutlich wie hier, wo die Musik sich in den Pausen weiterentwickelt. Also wir hören nur im Geiste etwas, was eigentlich live nicht hörbar ist. Und das macht das Stück auch so spannend und auch für den Dirigenten eine große Herausforderung, eben genau diesen Spannungsprozess über die Pausen, die, wie man sagt, das Wichtigste in der Musik sind, hinauszutragen. Und das macht Parsifal für mich so wirklich äußerst interessant und spannend. Naja, es fühlt sich so ein bisschen an wie nach Hause kommen, weil wir ja gerade in letzter Zeit mehreres gemacht haben. Wir waren ja mit dem Verdi Requiem in Pisa zum Festival Anima Mundi als das Abschlusskonzert, was wir da gespielt haben mit der Staatskapelle. Und ich habe die Bruckner 8 nicht so viel davor gehabt. Also das ist jetzt keine Riesenabstände, die ja mit den anderen Konzerten, die ich davor hatte, schon mal waren. Da sind mal ein paar Jahre dazwischen, aber jetzt ist es einfach so nach Hause kommen. Ich denke, ich schicke Sie gerne mit einer nachdenklichen Stimmung in den Abend. Und vielleicht hilft es da ein bisschen was über das Werk von Schostakowitsch zu sagen. Das ist ja seine letzte Symphonie eben auch. Und er hatte ursprünglich die Idee, ein heiteres Werk zu schreiben. Und das hört man im ersten Satz auch noch ein bisschen. Da kommen auch Kindheitserinnerungen mit Zitaten von Wilhelm Tell, von Rossini, sehr überraschend plötzlich nach oben und all diese Dinge. Und er ist dann aber während des Schreibens der Symphonie noch schwerer krank geworden, als er schon war. Und er sah deutlich sein Lebensende vor sich und dann schwenkt das Werk um in eine sehr nachdenkliche Stimmung. Wir hören Todesverkündigung aus Walküre, wir hören aus Tristan Sehnsuchtsmotiv. Also er zitiert auch sich selber mit Lady Macbeth und mit Cellokonzert. Also es sind sehr viele Zitate und es hilft einem natürlich, wenn man die kennt. Aber die Musik für sich spricht schon so viel. Also auch wenn man sie nicht kennt, wird man diese Stimmung haben. Und das Stück hört auf mit einer Herz-Lungen-Maschine, die plötzlich aufhört. Also das ist schon wirklich der Tod. Das ist ja der Satz, der am Schluss von den Strauss-Liedern gefragt wird, ist das der Tod? Das ist bei Strauss noch die Frage, bei Schostakowitsch ist es die Antwort. Und insofern, also gerade in einer Zeit, wo doch sehr viel Tod um uns herum ist, der Menschen gemacht ist, ist es schon ein sehr denkwürdiges Konzert.